Okay, Achtung, fertig, los. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video hier in der Welt von Drakensang Online. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen, ich bin der Camelux und heute ist wieder das Neumond-Event. Wir haben den 20. März und ja, wir werden jetzt heute ein bisschen Neumond farmen, einen Karabossa-Kill machen und dazu noch ein bisschen reden. Ich bin allerdings nicht alleine hier, ich habe nämlich auch einen Gast mitgebracht und zwar... Stell dich doch mal ganz selber vor. Jo, also ich denke mal, viele Leute kennen mich schon mal an der Stelle gesagt. Erstmal hallo, ich begrüße natürlich auch den Lukas. Wir machen heute ein, wie er schon gesagt hat, ein Neumond-One. Sind hier im stylischen Outfit wie die Malissa da, aber haben nicht so einen Buckel wie die alte. Aber ich würde sagen, wir können den Berg noch besteigen, weil wir jung und knackig sind. Ja, Und die du würdest... Jungfrau unser Ziel sein wird als erstes. Ja, und am Schluss töten wir noch den Boss. Mal schauen, vielleicht droppt er endlich mal das Set. Ich habe jetzt dieses Event, das ist mein erstes Neumond-Event hier mit diesem Charakter. Habe jetzt heute schon den Stab hier und da noch die Schultern bekommen. Die Schultern, ziemlich gute Werte eigentlich. Der Stab, der interessiert mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Bin jetzt mal optimistisch, dass ich noch den Rest vom Set bekomme. Ja, bei Magier ist halt Speed wichtig. Ja, das stimmt. Aber bei mir Magier kannst du halt auch gut auf Crit kommen. Bei mir nehme ich aber die Axt gerne, weil ich da Crit habe. Wenn ich jetzt Axt Einzeit nehme, habe ich zu wenig Damage, aber dafür ein Speed von 2,0. Aber wenn ich, es kommt ja eher darauf an, dass ich Personen hinterherkomme. Genau. Und ja, ich habe heute auch in der Drakensang-Gruppe, war das, glaube ich, einen Aufruf gestartet zu Neumond-Event. Das war in zwei Gruppen oder so. Wir haben da einige Leute in-game angeschrieben. Vielen Dank dafür. Echt gut gelaufen, die Leute. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe in der Gruppe einen Aufruf gestartet. Da konnten die mich halt anschreiben. Dann nehme ich halt, habe ich halt jeden, beziehungsweise ich nehme immer noch jeden mit, der mir als EP-Block dient und Rollen hat. Für die Level 7 und 38 hat das natürlich den Vorteil, dass... Ja, Vorteile für die haben wohl, die haben eigentlich gar keine Vorteile, fällt mir gerade auf. Das Einzige Das ist war halt. jetzt nice, verstrickt hast du dich da. Ja. Also der Vorteil Nummer 1, es ist eigentlich gar kein Vorteil, es hört sich nur gut an. Ja. Halt einfach, ja, einen schnellen Kill. Weil ich habe hier einige Essenzen und natürlich, wenn ihr wirklich Hilfe braucht, kann ich euch immer mitnehmen. Da bin ich immer offen für. Und. Ja, schreibt mich einfach mal in-game an. Ich habe noch unter meinem letzten Video einige Fragen erhalten. Ich habe mir die mal auf den Zettel hier geschrieben. Wo habe ich denn hier? Und zwar einige haben gefragt, auf welchem Server ich hier spiele und das ist Server Heredur. Und der andere Teil bezog sich hauptsächlich auf mein altes Video. Ich habe auf meinem Kanal noch ein Video von einem Zwerg. Und da haben einige gefragt, ja, was ist denn mit deinem Zwerg los? Wieso spielst du den nicht mehr? Und dazu kann ich einfach sagen, der ist gebannt. Ja, ich bin einer der Botter, die die Bot-Bannwelle nicht überlebt haben. Ich weiß, dass es da draußen noch Bots gibt, die Zu eben nicht Recht. gebannt wurden. Ja, es gibt einige, die wurden aber nicht gebannt. Ich glaube. Ja, das ist halt genauso wie es mit Virussen ist oder irgendwelchen Schadprogrammen, irgendwas. Bot kann sich auch immer weiterentwickeln und Genau. ja. Ja, und eben, auf jeden Fall möchte ich sagen, der ist gebannt und auf den habe ich keinen Zugriff. Ich wollte das jetzt einfach mal auf diesem Kanal lassen. Ich finde das Video eigentlich noch ganz schön und okay. Ich denke, ich werde aber mal ein separates Video dazu machen, wenn es noch mehrere Leute interessiert. Meine Geschichte in Drakensang. Ich meine, ich spiele jetzt Drakensang auch schon seit gut 4 Jahren. Bin schon am Anfang dabei, wie der Chris, also der Xartas. Und man hatte einiges zu erzählen, vielleicht interessiert es ja euch alle und da können wir mal ein Video gemeinsam ein bisschen über Drakensang und in der Nostalgie schwelgen. Richtig. Genau. Da können ja dann auch genug andere noch was dazu sagen, wer da halt mitmachen will, weil man Genau. kennt sich halt übelst von früher und so. War schon eine schöne Zeit, muss ich sagen. Also damals, zum Beispiel magst du dich noch erinnern, als die Mana-Tränke gedroppt sind. Also so Mana-Kugeln. Ja. Oder als sich das Mana nicht aufgeheilt hat und man so
ewig viel Mana bekommen hat. Ich meine, heute hat man ja standardweise 100 als Zirkelmarker. Aber wie war denn das früher? Man hatte doch, ich hatte früher als 25er Magier so 1000 Mana oder war es 600 Mana oder so und dann... Ich weiß auch nicht. Aber wie hatten sich das wieder aufgeladen? Musstest du dann jetzt mal einen Mana-Trank nehmen, oder? Ja, das hat ihn, glaube ich, fast nicht mehr aufgeladen. Eben die Mana-Kugeln sind ja früher von den Monstern gedroppt, soweit ich weiß. Die konnte man sich auch irgendwie mit Silber kaufen. Aber ich glaube, ja, aber ich glaube, es sind auch übelst viele Mana-Tränke getroppt. Du musst es in aller paar Sekunden einwerfen. Mach mal hier die Quest. So, aber es laggt auf jeden Fall schon mal mehr als vorher. Ich habe vorhin schon mal eine Aufnahme gemacht, da war es halt perfekt. Und jetzt wahrscheinlich ist der Server wieder ein bisschen am Upragen um die Uhrzeit. Ja. Beziehungsweise mein PC. Ein geiler PC, 7 Jahre alt. Ja, richtig. Das übrigens, das müssen wir jetzt. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so an guten Erinnerungen oder halt auch an schlechteren Erinnerungen in Drakensang habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Fand auf jeden Fall damals die Fußball-Events sehr cool. Die da zur WM kam oder was gab's. Damals noch das erste Halloween-Event war auch sehr schön. Ja, das war nett. Valentinstags-Event. Ah, das waren auf jeden Fall Events, die man so... Ja, wo man halt auch allgemein mal farmen konnte und dort auch mal Sachen für Valentinstag gefunden hat oder so. Das wurde irgendwie nicht mehr so gefeiert. Ich habe letztes Jahr echt darauf gewartet, also dieses Jahr zu einem Valentin-Event. Ja, allgemein sind Sachen weggeflogen, wie zum Beispiel auch bei die Helischen Spiele. Da gab es ja dieser Mantel in Form von diesen zwei Flügeln. Und das sollte eigentlich noch ein komplettes Kostüm werden, aber ja. Ja, gut. Die haben auch mal dieses Verteidiger-Set angefangen, das haben die auch bis heute noch nicht fertiggestellt. Mal schauen, was dieses Jahr so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Erwarte da einiges. Da ich im Low-Level bin, werde ich erstmal Level 50 noch nicht anstreben. Mal schauen, wie es dann so ein paar Monate aussieht. Das ist für uns beide sowieso ziemlich fraglich, ohne 45er-Account, wie wir das machen. Genau, ich habe mir schon überlegt, level ich dann auf. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es in 2 Monaten anders aus und ich habe eine völlig andere Einstellung und sage vielleicht, ja komm, ich habe jetzt das, was ich erreichen wollte und was weiß ich. Also ich würde sagen, PvP 40 und ein PvP-Mount würde reichen. Ja, genau. Weil du musst jetzt kein Low-Level-Marshall werden oder so. Vielleicht schon. Camelux der Low-Level-Marshall. Schon bald. Ja, aber es bringt dir halt nichts, außer, und du hast als Low-Level übelst viel, also viel mehr zu tun, sag ich jetzt mal. Als 45er wirst du selbstständig von jedem mitgenommen, zum Beispiel Map 2, und als 30er musst du dich eher mehr so auf Freunde stemmen. Das stimmt. Ja, ich muss dann schauen, wie es ist. Ich meine, Level 40 wäre ja theoretisch mit 50 auch schon ein Low-Level. Ja, aber die 45er werden dann wieder Low-Level und die 50er, die werden dann wieder alle ein bisschen schlechter sein und vor allem gegen die Monster, klar jetzt die richtig krassen Gepaten, aber auch 45er, die haben natürlich, denke ich mal, kein Problem gegen 50er. Die Frage ist, ob Tragan-Event dann auch auf 50 erweitert wird, ob die ganzen Items hochgehen, ob man Hexenset dann auf 50 kriegen kann, müsste ja eigentlich auch nach oben gehen. Da gibt es ja sogar so einen Tragan-Trick, da könnte man sich theoretisch das Set auf 50 holen. Ja, da wird... Einige werden jetzt wissen, wovon ich spreche. Ja, die Sachen würde ich aufheben. Ja, was heißt Trick? Ich glaube, das soll so sein. Das soll nicht sein, wie Zensuren ausrechnen. Ja. Aber es ist schon ziemlich OP, der Trick. Deswegen solltest du den jetzt verschweigen. Richtig. Das weiß niemand. Oh, ein grünes Buch. Vielleicht kann das ja mal was. Naja. So, jetzt gleich bei Carabossa. Vielleicht droppt ihr ja endlich mal was. Weil irgendwie sehe ich immer noch aus wie so eine Eistüte. Deswegen trage ich auch dieses komische Kostüm. Ja, das macht dich zumindest etwas mehr sexier als... Sexier? Ja, ist auch so ein komisches Wort. Ja, der Satzbau war gerade falsch. Der hat nur sexy gepasst. Da ging nichts anderes ein. Macht dich ein bisschen besser vielleicht. Hätte noch gepasst. Schoki hätte gepasst, das passt eigentlich überall rein. Kenne ich aber nicht das Wort. Das ist bestimmt schweizisch. Nee, Schoki ist einfach so eine Bezeichnung für all das Gute. Das kannst du eigentlich immer einbauen, wenn dir ein Wort nicht einfällt. Ah, okay. Kannst du beschwören? Nö. Okay, dann hol ich mir was.
Ja, außer dass ich gerade kurz neu starten musste, weil ich vergessen habe, nach 10 Minuten. Ich habe ja noch nicht die andere Version gekauft. Okay, gut. Ich Aber ich muss habe neu noch ein paar gestartet. Buff eingeworfen. Jetzt mal schauen. Wir spielen beide mit blauen Essenzen. Und ja, schauen jetzt mal, wie das geht. Sollte eigentlich einfach gehen, ja, Auf zwischen jeden, wir. außer dass du die Aggro ziehst und ich meinen Kriegsbanner an der vollkommen falschen Stelle setze aufgrund eines Lags. Naja. Aber deine ganzen Abonnenten freuen sich schon, wenn du endlich deinen neuen PC hast. Richtig. Weil momentan Habe ich ruckelt auch das. schon groß und breit angekündigt. Gut, am Internet kann ich auch nichts ändern, aber aber DSO hängt gar nicht so stark vom Internet ab. Also Ja nicht so gut, krass. es gibt schon immer Teile, wo das Internet eine relevante Rolle spielt, aber man kann schon sagen, Grafik ist in erster Linie etwas sehr Wichtiges. So, und jetzt. Ich sehe einen Drachen und es sind wieder 10. Okay. Standardmäßig 10. Yeah. Nicht das Gelbe vom Ei, aber ich kann nicht meckern. Es sind immerhin 10 Drachen. Ich habe jetzt noch einige Kills aufgenommen. Mal schauen, ob ich die noch am Ende reinschneiden werde. Na, man muss es immer positiv sehen, was droppt. Ja. Machen wir noch einen Run? Können wir machen, ja. Okay. Frage ich jetzt, wie wir das machen sollen. Nachdem ich jetzt nach dieser YouTube-Sperre, die ich mal hatte, oder diese Verwarnung, da wieder Videos über 15 Minuten hochladen kann und nicht mehr 3, 2 oder so Parts machen muss, kann ich das ja ganz easy einfach hochladen. So, okay. Ich habe mir jetzt hier die Zeit für die. Okay, gehen wir wieder rein? Ja. Ja. Oh, Freitier ist auch schlimm. Immer wenn ich auf Freitier bin, leckt's übelst. Aber wenn ich nicht auf Freitier bin, die zusätzliche Textur, das ist auch schon wieder so eine Sache, die er nicht so machen will. So, jetzt mal Eiche. Dieses Münzbeutelchen. Vor allem freue ich mich ja auf Windows 8.1, weil da habe ich dann, kann es ja verschiedene Desktops machen. Mache ich einen Desktop nur für Aufnahmen, einen Desktop nur für normale Anwendungen und so. Kannst ja richtig übertreiben. Weil jetzt ist Ja. mein Desktop einfach wieder zu 80% voll, nur weil ich mal heute mal zwei, drei Aufnahmen gemacht habe. Du kannst reinkommen. Yo, ich bin gerade dabei, ich habe gerade gedrückt. Es lädt. Hast du noch ein spannendes Thema? Wir hier bearbeiten. Ja, spannendes Thema. Wir könnten über die 50er erweitern. Ja, das wurde ja auch einiges in Twitch angekündigt. Ich glaube, das habt ihr jetzt schon oft genug gehört. Aber man kann es immer noch aufgreifen. Ja, auch so Meinungen dazu. Findest du denn die Erweiterung? Ehrlich gesagt, Ja. hätte ich Drakzang nicht in Verbindung mit einem Dschungel gedacht. Ich hätte jetzt eher irgendwie an sich etwas Naja, Erdiges. Ich weiß nicht, naja. Werksystem so etwas. Ja, mal sehen, wie sie es umgesetzt haben. Sind ja auch gleich viel mehr Gebiete, ist ja auch viel mehr weiter in die Materie reingewagt und so. Glaube, so etwas irgendwie doppelte Karten oder so. Weißt du, doppelte Anzahl der Maps wie in Mirrodash. Ja, doppelt so groß. Ja, Mördorosch war auch ganz gut. Ist halt, wir können halt nicht so richtig sagen, was wir machen, weil wir müssen uns erstmal durch ganz Mördorosch durchschlagen, bevor wir überhaupt die 50er Erweiterung erblicken Das können. stimmt, das stimmt. Ja, einige haben mich noch angeschrieben, ja, level doch auf. Ich könnte jetzt aufleveln, aber ich glaube, dann werde ich nicht mehr der gleiche Char, wie ich jetzt bin. Es geht mir nicht darum, dass ich hier im Low-Level alles abrocke, sondern dass ich hier schon mal einen kleinen Vorteil für 45 habe. Ich meine, ich bin jetzt hier junger Ordensritter. In den Ja. nächsten Wochen versuche ich dann das PvP 35 zu machen, das Pferdchen dann auch noch irgendwann mal, dann schaue ich weiter. Richtig. Und Irgendwann mal verleitet sein. wenn du dann so Bannerträger wie ich bist, kannst du dann langsam auf 45 gehen, was ich jetzt mittlerweile schon anstrebe. Ich muss wirklich sagen, das Lowlife hat extreme Dimensionen angenommen. Ich bin selber eigentlich nicht so der Fan davon, also wenn man natürlich selber mal im Lowlife ist, ich glaube, da können wir alle zustimmen. Dann macht es einen schon Spaß, wenn man da Richtig, aber wenn man nur die 45. Abfarmrunden macht.
dann ist das schon cool, aber es gibt auch immer solche, es gibt immer noch einen besseren, zum Beispiel ein gutes Beispiel, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, ist so ein Feldmarschall, Level 35, und der rockt so gut wie alles im Low-Level, keine Ahnung, wie lange der schon dort ist, auf jeden Fall ein Jahr, vielleicht ist das sogar noch untertrieben. Und die Spieler, die früher schon gespielt haben, ich rede jetzt ungefähr vor 2, 3 Jahren, die werden wissen, dass es da noch kein Hexenset im Low-Level gab, beziehungsweise überhaupt kein Hexenset, Zwischenwelten erst ab 40. Und da war es einfach noch nicht üblich, dass man in Low-Level paid eigentlich. Da war man schon mit der Drachen der Online-Box eigentlich schon ziemlich stark und gut dran. Und die hatten auch nicht so viele. Ich fand es wirklich damals eigentlich ziemlich cool. Mittlerweile mit dem Dragon-Set, mit den ganzen Glyphen. Viele kaufen sich auch die Glyphen. Ich meine, Low-Level ist und bleibt. Anstrengend. Ja. Wenn man als 45er dann einfach so 1000 Sphärensterben hat und wir müssen uns ja unsere Gruppen zusammensuchen, um mal 200 oder so zu kriegen. Oder halt mal ein bisschen mehr. Ja. Und zudem ist es auch so, 1 Million Glyphen. Im Low-Level macht mehr aus als 1 Million Glyphen im High-Level. Das ist einfach Tatsache. Richtig. Und deshalb gehen wir ja auch mit 45ern, weil wir das Maximalste rausholen wollen, was überhaupt möglich ist. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt mit meinesgleichen gehe oder so. Genau. Außer wenn ich jetzt wirklich mal einen neuen legendären Gürtel suche oder so irgendwas. Aber derzeit bin ich eigentlich zufrieden, weil ich jetzt auch alles bis auf ein Item legendär oder unique habe. Und die Handschuhe sind halt mit zweimal Angriffsspeed. So, jetzt sind wir wieder bei zur Verteidigung. So, vierte Welle beginnt, Freunde. Dann, was mir auch noch gestellt wurde, das fällt mir jetzt gerade so nebenbei ein. Ich glaube, das nächste Mal schreibe ich mir ein bisschen einen längeren Zettel. Könnt ihr mal interessante Themen, die vielleicht mal bearbeitet haben möchtet, in die Kommentare schreiben oder schreibt das mal Xardas. Ich glaube, bei Xardas ist die Resonanz noch ein bisschen größer. Denn es ist immer spannend, ein Thema zu haben. Es muss nicht unbedingt mit Drachen zu tun haben, es kann auch mal ein politisches beziehungsweise wirtschaftliches aktuelles Thema sein. Vielleicht auch mal ein persönliches. Hier spontan habe ich noch aus dem Tag gesagt, der eine hat mir die Frage gestellt, wieso bist du so schnell in Map 2 gekommen und hast du mir Tipps, um Mordis im Low-Level zu töten? Ja, Map 2 gekommen, kann ich nur sagen, einige Freunde haben mir geholfen. Am besten suchst du dir, vielleicht hast du schon so ein paar Connections zu Freunden, die dich vielleicht durchziehen möchten. Oder sonst gibt es sicher auch andere Spieler, die Map 1 machen. Es gibt ja hier im offenen Chat Gruppen. Vielleicht hast du dort mal Glück. Die andere Methode ist natürlich, du erstellst dir einen zweiten Char oder vielleicht hast du einen Bruder, eine Schwester und motivierst diese Person dazu, Drachen dann zu spielen. Ich habe das ungefähr auch so gemacht. Und da die mit meinem Bruder machen wir es ein bisschen als EP-Blocker. So geht das eigentlich auch gut, auch wenn er keine Ahnung von Drachen hat. So kann man das immer ein bisschen ausnutzen. Und ja, sonst suchst du dir Level 45er. Findest du sicher auch, Map 2 ist ja nicht so schwer. Oder du levelst halt ganz auf. Ich würde sagen, wenn man neu mit Drachen beginnt, würde ich nicht unbedingt mit Low Level anfangen. Ja, weil Da das erfordert ja schon eine hohe Spielerfahrung, sag ich mal. Weil man kann viel falsch machen und man muss eigentlich auch viel wissen. Und deshalb denke ich mal, ist auch wirklich 45er Bereich erstmal als erster Char das Beste, weil da kann man dann auch genau. gut Und aufsteigen. zudem braucht man halt am besten Freunde, die einem helfen. Natürlich kann man sich das auch mit Geld machen, aber ich denke jetzt als Normalspieler, besonders als Schüler, wie wir noch welche sind, ist es, denke ich, eher nicht so normal, wenn man sich hier einige Millionen Glyphen kauft.
Ach, Glyphen kaufen ist eh so eine Sache. Ja. Ja, und der hatte noch eine andere Frage gestellt, sonst weichen wir wieder vom Thema ab. Aber was ich noch kurz sagen würde, ist auf jeden Warte, warte. Fall Premium wäre noch eine ganz nette Hilfe dabei bei allem. Ja, genau. Und eben wegen Mortis. Mortis im Low-Level ist erstaunlicherweise ziemlich einfach. Also, ich glaube, ich habe den schon mit 500 Schaden mal versucht zu tanken. Es ging natürlich irgendwie in die Hose. Ganz knapp nur. Aber die Seelen zu machen sind sichtlich einfach. Also, da reicht eigentlich das Hexenjäger-Set und paar gute Ausrüstungsteile. Mit geschliffenen Steinen hat man es sehr einfach. Und sonst farmen, farmen, farmen. Hast du eine Rolle oder soll ich wieder? Du kannst wieder, ich hab noch keine. Ah, die Ausgaben. Noch 1000 Kills. Zwei, Okay. drei Ich denke, das Ones. ist hier der letzte Run. Mal schauen, ob ich das noch drin lasse. Denn ich weiß nicht, ob man sich solche Videos überhaupt anschaut. Och, Ich glaube, jeden. da gibt's schon welche, die einfach auch nur das Gerede mögen und da halt ein bisschen was im Hintergrund haben wollen. Das stimmt, das mach mal auch. Ich denke, ich werde es noch mit irgendeiner Musik untermalen, dass das nicht so öde ist. Und ich hoffe, dass hier zum Schluss noch etwas Gutes droppt. Da würde sich. Oh Mann, jetzt bin ich gestorben. Kannst du mir einen Seelenstein geben? Ja. Das haben sie ja auch getauscht hier, diese Icons hier. Das Seelenstein war ja früher mal auf der rechten Seite. Hätte ich mir fast die universelle Heilkarte gekauft, wenn ich da schnell geklickt hätte. Aber das ist gut, das ist gut. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Wie drauf bin achten, da? dass ich nicht selber noch drauf gehe mit Hexenset. Deshalb bei Oh. Tragan-Set könnte ich ja einfach stehen bleiben. Bei Hexenset muss ich doch mal gucken, dass ich nicht so auf Meteor-Basis laufe. Jetzt greift sie mich wieder. Ey, die kann sich gerade nicht entscheiden. Also die Spinne kann echt aufregen. Beim Dragon Event gab es doch auch so eine Spinne, die hat ihn auch so grünes Zeug gespeit. Ja, na, die war noch ein bisschen anders drauf. Der ist eine Mortis-Spinne. Jetzt hoffe ich sehe schon etwas Oranges, aber das ist kein Carabosa-Ding. Es ist Drei ein Svenschen. legendärer Goldring und 100 Drachen. Das nenne ich doch mal ein Abschlussdrop. Ich schaue mir jetzt noch mal kurz den Drop an. Hier. Legendärer Ring. Genau, ich gehe mal auf den Weg. Bei Warte, mir bleib ist. noch kurz drin. Wir müssen noch den Abspann machen und 100 Drachen. Auf jeden Fall ein schöner Abschluss für das Video. Jo, mein Stellen wir Trop, mal ein hier den. einfacher Diamant. Stellen wir uns mal hier in den Kreis. YOLO und machen ein Tänzchen. Wo haben wir das Finken-Emote? Okay, jetzt habe ich erstmal falsch gezündet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet, das Video zu machen. Ich würde sehr freuen, wenn ihr mal so eure Meinung dazu schreiben könntet. Ich habe kein Winken-Emote. Kein Winken-Emote, okay. Und dann Ärger. sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Drakensang mit Camelox oder Xaltas. Jo, öfters Wünsche mal im Partnerprogramm. Genau. Look. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht und einen schönen Nachmittag. Und keep eating Schoki. Also dann, tschüss. Ah, okay. Achtung, fertig, los. Hallo zusammen, willkommen zu einem Video. Ich heiße auch ganz herzlich willkommen zu einem... Frieschen. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video hier in der Welt von Drakensang Online. Ja, wie ihr hier seht, das Neumond-Event ist wieder am Start. Wir haben heute den 20. März und ja... Das Neumond ist angebrochen. Ich bin hier aber nicht allein. Ich habe nämlich noch einen Gast dabei. Stell dich einfach mal vor. Jo, man kennt mich, denke ich mal, von YouTube, also Folterknecht. Ihr könnt ja dann auch das Video jetzt sehen. Jetzt begrüße ich euch natürlich an der Stelle. Ich habe natürlich jetzt den guten Lukas vorher schon mit aufgenommen, dass ihr seine Genau. Begrüßung auch mithört. Und wie er schon gesagt hat, Neumond-Event, jetzt gerade mal hier noch mit E eingeblendet, ist jetzt auch wieder am Start. Und das werde ich jetzt sagen, wir machen einfach mal den One und tun ein bisschen mehr, sagen wir mal, also du willst jetzt ein bisschen mehr hochrennen.
Du, warte mal, gerade meine FPS schwanken. Ich muss noch kurz die Grafik runterstellen. Wir können nochmal neu starten. Aber das war eine gute Aufnahme, das war eine gute Aufnahme. Ah, gut, okay.